So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei SchoolKing. Heute geht es um die binomischen Formeln. Die binomischen Formeln sind bestimmte Formeln der Mathematik, die relativ einfach zu merken sind. Man braucht die vor allem später in der Mathematik, also ist es nie verkehrt, sie zu lernen. Die erste binomische Formel ist, Klammer auf, a plus b, Klammer zu, zum Quadrat. Was man vielleicht wissen sollte ist, was ein Quadrat zum Beispiel heißt. Also hier haben wir 4 Quadrat, das bedeutet 4 mal 4 gleich 16. Das heißt, wir müssen die Klammer sozusagen doppelt mal nehmen. Das heißt, ich schreibe das mal jetzt auf. Klammer auf, a plus b mal Klammer auf, a plus b. Und wenn ihr das habt, dann müsst ihr nur noch jeden einzelnen Buchstaben mal den anderen Buchstaben rechnen. Zum Beispiel a mal b und b mal a und b mal b. Und das schreiben wir dann mal auf. Also a mal a ist a Quadrat. A mal B ist plus AB, dann haben wir hier B mal A, das ist plus BA und B mal B ist plus B Quadrat. Das wäre auch schon die binomische Formel vom ersten. Wir können das noch zusammenfassen in A Quadrat plus 2AB plus B Quadrat. Ganz einfach, weil AB und BA sind das gleiche, das heißt man kann sie zusammenfassen zu 2. AB. Die nächste binomische Formel ist A minus B zum Quadrat. Hier ist das gleiche Schema gefragt. Das heißt, Klammer auf A minus B mal Klammer auf A minus B. Das ist relativ einfach. Also A mal A ist A Quadrat. A mal minus B ist minus BA oder minus AB. Das ist an euch. Dann minus B mal A, das ist auch minus BA und minus B mal minus B ist B Quadrat, also plus B Quadrat. Zusammengefasst bedeutet das wiederum, wir haben A Quadrat minus 2AB plus B Quadrat. Das wäre auch schon die zweite binomische Formel. Die dritte ist ein bisschen schwieriger, aber wenn man sie erstmal gerechnet hat, dann sieht man, dass sie auch eigentlich ganz einfach. Also A mal A ist ganz einfach A Quadrat. B mal A ist BA, also plus BA. Die Vorzeichen immer beachten. Hier ist Plus, hier ist eigentlich auch ein Plus. Man macht das nur weg. Dann haben wir A mal minus B. Das ist eigentlich egal, wie ihr es rechnet, ob ihr das als erstes multipliziert oder so. Hauptsache, ihr habt alles multipliziert. Und dann haben wir noch ein B mal minus B. Das ist dann minus b Quadrat, weil plus mal minus ergibt immer minus. Und jetzt fällt euch schon was auf, oder sollte euch was auffallen, wir können das zusammenfassen in a Quadrat minus b Quadrat, weil wir haben hier plus ba und dann wieder minus ba. Ist ja unnötig, wenn wir das einfach stehen lassen. Ja, das waren die binomischen Formeln. Man kann die später ganz gut gebrauchen. Eine Beispielaufgabe wäre zum Beispiel, Klammer auf 9 minus 3 mal Klammer auf 4 plus 2 oder so. Kann natürlich auch mit Buchstaben sein, das muss man dann halt bei der Aufgabe schauen. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, ich hoffe, es hat euch geholfen. Dann bis zum nächsten Mal. Bye.